Hallo, mein Name ist Katrin Bunner und wir sind heute in unserer Küche in Speyer. Ich bin Hobbyköchin mit Leib und Seele. Im wahren Leben bin ich Diplom-Ingenieurin für Papiertechnik. Und ich koche heute Apfelpannekichle mit einer Tonkabohnen-Espuma und karamellisierten Mandeln. Für die Apfelpannekichle brauchen wir natürlich Äpfel, am besten den Boskop, einen schönen, sauren, kräftigen Apfel. Für den Teig Mehl, Milch, 2 Eier, ein bisschen Salz. Und ein wenig Vanillepaste gebe ich da rein. Für die Tonkabohnensahne benötigen wir auch Milch und Sahne, etwas Basic Textur als Texturgeber. Wir benötigen natürlich die Tonkabohne und eine halbe Vanilleschote kommt noch an, sowie Zucker. Und Mandeln brauchen wir für die karamellisierten Mandeln. Ich habe hier schon eine halbe Vanilleschote und auch ein bisschen Tonkabohnenabrieb in Milch und Sahne erhitzt. Und zwar reibt man das so rein, ganz einfach. Und das ist jetzt schon mal kurz aufgewärmt worden und durchgezogen. Das ist gut, wenn das mindestens eine halbe Stunde passiert. Jetzt wird dieser ganze Ansatz mit Agavendicksaft statt Zucker gesüßt. Und dann kommt, damit man einen guten Schaum erhält, Basic Textur ran. Basic Textur ist ein Texturgeber und zwar ist das das Weiße von der Zitrone. Ich verrühre das jetzt relativ kräftig. Und dann wird es durch ein Haarsieb in die Espuma-Flasche gegeben. Wer keine Espuma-Flasche oder Basic-Textur hat, der nimmt einfach ganz normale Schlagsahne und aromatisiert diese mit der Tonkabohne und der Vanille und etwas Zucker natürlich und schlägt die ganz normal auf. Dann wird es einmal kräftig durchgeschüttelt und kommt jetzt für 15 Minuten in den Kühlschrank. Hier habe ich schon mal 150 Gramm Dinkelmehl abgewogen. Ich arbeite mit Dinkelmehl, weil das einfach einen höheren physiologischen Wert hat. Und nicht so wie ein reines Weizenmehl. Da kommt 2 Prisen Salz ran und jetzt 2 Eier. So, das verquirle ich oder verrühre das zusammen mit 150 Milliliter Milch. Und das muss ich so ein bisschen ziehen, dass das dann wunderschön an den Äpfeln hängen bleibt. Auf so weichen Espumas oder Pasten muss natürlich immer was Knuspriges drauf, damit man ein schönes haptisches Gefühl im Mund hat. Und deshalb reiche ich dazu so ein paar karamellisierte Mandeln. Und da wird ganz einfach Zucker in einer kleinen Pfanne geschmolzen. So, der Zucker ist jetzt fast alles geschmolzen und ich fange jetzt an, in der Mitte die Mandeln dazuzugeben. Jetzt können wir rühren. Jetzt muss man natürlich sehr aufpassen, dass man hier nichts rausschnippt und auf die Haut bekommt, weil karamellisierter Zucker ist sehr heiß und brennt richtig Löcher in die Haut. Und wenn das jetzt so eine schöne goldbraune Farbe hat, dann gebe ich das Ganze auf ein Backpapier, streiche das so ein bisschen flach und das können wir dann zum Schluss ganz einfach zerbrechen. Jetzt bereite ich die Äpfel vor und zwar werden die als erstes mit dem Kernausstecher entkernt. Dann schäle ich sie mit dem Sparschäler. Und jetzt schneide ich die Äpfel in ungefähr 0,5 cm dicke Scheiben. So, kurz vor dem Backen kommt jetzt noch die letzte Zutat in den Teig und zwar nämlich ein bisschen Vanillearoma. Nicht viel, nur ein klein wenig. Und jetzt wäre der Teig fertig und die Äpfel sind fertig und dann können wir uns schon ans Braten machen. Und zwar lege ich schon ein paar in den Teig. Jetzt backen wir die Apfelpannekichle fast nahezu schwimmend im heißen Fett aus, bis sie richtig schön knusprig sind. So, dann werden sie gewendet. Wenn es geht, gar nicht viel, nicht mehrfach wenden, sondern wirklich nur einmal. Und wenn sie von beiden Seiten schön goldgelb sind, nehme ich sie auf und gebe sie auf Küchentrepp zum Abtropfen. Nach dem Braten werden die Küchlein mit etwas Zucker bestreut. Jetzt richten wir die Apfelpfannkuchen an. Man kann kleine Türmchen bauen. Dann kommt die Tonkabohnensahne dazu. Dann haben wir hier unsere Mandeln, die wir schön drüber kräuseln können. Und damit es fürs Auge was gibt, kommt ein kleines Blättchen Minze rein. Und voilà, fertig sind die Apfelpannekichle mit Tonkabohnenschaum. Guten Appetit!